Danke, dass ich sprechen darf und auch danke für die Einladung. Ich verdiene meinen Lebensunterhalt mit der Qualitätsanalyse von Softwaresystemen. Meine Kollegen und ich haben in den letzten Jahren mehrere hundert Systeme analysiert, in verschiedenen Firmen, in verschiedenen Programmiersprachen und in verschiedenen Domänen. Und natürlich stoßen wir da oft auf Probleme. Und ein gewisser Teil der Probleme hat seine Ursache darin, dass die Organisationsarchitektur nicht zur technischen Architektur passt. Das heißt, dass die Organisationsarchitektur, also wie ein Team in Subteams zerteilt ist und wie die miteinander kommunizieren, nicht dazu passt, wie das System in Teilsysteme zerlegt ist und wie die miteinander kommunizieren. Und wir haben in den letzten Jahren eine Reihe von Analysen eingesetzt, mehr oder weniger erfolgreich, um solche Probleme zu finden, sodass man darauf reagieren kann, um die Ursachen abzustellen. Und ich möchte in dem Vortrag die Analysen und unsere Erfahrungen damit vorstellen. Bevor ich ins eigentliche Inhalt komme, aber bitte vorweg, unterbrecht mich direkt, wenn ihr eine Frage habt, und wartet nicht bis zum Schluss. Und auch nicht nur bis zur Pizzapause. Und es muss auch keine wohlartikulierte Frage sein, sondern gern auch einfach Meinung oder Zweifel oder eigene Erfahrungen reinwerfen. Dadurch wird es interaktiver und wir nehmen alle mehr mit. Ich habe gesagt, dass ich meine Erfahrungen vorstelle, deswegen ganz kurz zu meinem Hintergrund, wo ich herkomme. Ich führe ein berufliches Doppelleben. Ich bin auf der einen Seite an der TU München Postdoc. Ich bin da Leiter da des Kompetenzzentrums für Software Maintenance in der Forschungsgruppe Software Engineering von Professor Breu und habe mich in der Promotion mit statischen Code-Analysen beschäftigt und mich da vor allem dafür interessiert, was man an sinnvollen Sachen messen kann, wo man relevante Informationen lernt. Und bin auch immer noch im Programmkomitee von einer Reihe von wissenschaftlichen Konferenzen, um da mitzukriegen, was Neues kommt. Nun ist es so, dass man vieles Interessantes messen kann, es muss aber auch was bringen. Und ich habe vor 7 Jahren mit Kollegen einen Spin-off ausgegründet, die CQSE GmbH. Da sind jetzt 20 Festangestellte. Und in der Rolle interessiert mich vor allem, was man an sinnvollen Sachen machen kann, was in der Praxis auch was bringt. Also hier lerne ich, was man machen kann, und hier lerne ich, was bringt. Und ich bin seit einem Jahr noch in einer weiteren Funktion als Junior Fellow der Gesellschaft für Informatik, die ja vor allem im akademischen Bereich aktiv ist und möchte mich in der Rolle für einen stärkeren Erfahrungsaustausch zwischen Forschung und Praxis einsetzen und bin deswegen besonders froh, dass ich heute hier sprechen darf. Das ist nicht als Werbefolie gedacht, sondern das ist eine Folie der Firmen, ein Ausschnitt der Firmen, mit denen wir arbeiten. Ich habe es deswegen drauf, weil ich glaube, dass viele von euch in unterschiedlichen Ecken arbeiten. Und auf den ersten Blick ist eine Software, die wir in einem eingebetteten System analysieren, die in C, C++ geschrieben ist, auf dem Steuergerät läuft, natürlich ganz anders als eine Software in COBOL oder in ABAP, die auf irgendeinem Großrechner läuft. Aber wenn wir einen Schritt zurücktreten, haben alle diese Firmen unternehmenskritische Software, die über viele Jahrzehnte oft leben muss, und alle von denen haben eine technische und eine organisatorische Architektur, die irgendwie zusammenpassen muss oder nicht. So, genug Vorspann, direkt zum Inhalt. Wenn ich über Architektur und Organisation spreche, dann komme ich um Conway's Law nicht drum rum. Conway hat schon 68 gesagt, wenn ich Organisationen habe, die Systeme entwickeln, dann landen die bei Architekturen, die die Kommunikationsbeziehungen auf Organisationsebene widerspiegeln. Damit meint er, wenn ich sowas habe, wo ich ein Team habe mit 3 Teilteams, hier etwas hemdärmlich skizziert, dann lande ich bei einer Architektur, wo ich 3 Subsysteme habe, die zu den 3 Teilteams korrespondieren und irgendwie miteinander reden. Und Conway ist nicht der Einzige, der das gesagt hat. Es gibt auch von Eric Raymond, der im Open-Source-Bereich recht bekannt ist, die Aussage, wenn ich 2 Teams einen Compiler bauen lasse, dann kriege ich einen 2-Phasen-Compiler. Wenn ich 4 Teams einen Compiler bauen lasse, dann kriege ich einen 4-Phasen-Compiler. Und jetzt bloß, weil Conway und Raymond da so ein paar knackige Sprüche raushauen und die heißen vielleicht auch noch Conway's Law, heißt es ja noch lange nicht, dass es stimmt. Und als Forscher interessiert mich natürlich, was davon lässt sich empirisch belegen. Und hier gleich vorweg, mein Ziel ist nicht zu sagen, Conway's Law ist jetzt irgendwie ein Stein gemeißelt und genau so muss man es machen. Und das ist auch nicht die Aussage aus der Forschung. Weil in der Regel gibt es ja auch nicht die eine technische Architektur, oder weil ich ein System in eine fachliche Dekomposition anschauen kann und eine technische Dekomposition, da kriege ich vielleicht auch andere Komponenten und andere Beziehungen. Also mein Ziel ist nicht zu sagen, Conway's Law gilt genauso. Aber es gibt eine Menge empirische Studien, die beleuchten, was es für Knackpunkte an dem Zusammenhang gibt. Und da möchte ich nur eine zitieren. Es gibt vom Nachiappan Nagappan, ganz kurz, bei Microsoft Research das Phänomen, der macht jedes Jahr die gleiche Studie und der kriegt jedes Jahr einen Best Paper Award. Und warum? Der sitzt in der beneidenswerten Situation als Forscher, dass der bei Microsoft Research auf riesigen Fehlerdaten sitzt. Immer wenn ein Microsoft-Programm abschmiert und nach Hause telefoniert, landen die Daten beim Nachi in irgendeinem Topf. Und der analysiert jedes Jahr mit einer Horde von Doktoranden, welche von den Eigenschaften der Software wie stark mit Fehlern im Feld korrelieren.
Und da hat er sich angeschaut, wie stark Änderungen mit Fehlern korrelieren, wie stark Architektureigenschaften mit Fehlern korrelieren, wie stark Zentralität mit Fehlern korreliert und eben auch, wie stark organisatorischer Zusammenhang mit Fehlern korreliert. Und das ist tatsächlich der stärkste Zusammenhang, den er bisher gefunden hat. Und da sieht man ganz klar, wenn Entwickler an der gleichen Komponente entwickeln, die nicht im gleichen Gebäude oder im gleichen Standort oder in der gleichen Stadt oder in der gleichen Zeitzone oder im gleichen Kontinent sind, dann hat man immer stärkeren Zusammenhang zu Fehlern. Das heißt, zurück, wir sehen in der Forschung sehr klar, dass es einen Zusammenhang gibt, einen negativen, wenn Organisation nicht zur technischen Architektur passt. Und ich möchte in dem Vortrag auf verschiedene Aspekte eingehen. Im ersten Schritt, wie sieht überhaupt die technische Architektur aus? Weil da unsere Erkenntnis ist, wenn wir da mit dem arbeiten, was wir in PowerPoint oder in irgendwelchen Dokus sehen, hat es unterschiedlich viel mit der Realität zu tun. Da hilft es im ersten Schritt erstmal zu verstehen, wie es wirklich aussieht. Dann müssen wir verstehen, wie die Teams wirklich aussehen, weil genau wie bei der technischen Architektur, was dann im Organigramm steht, ist das eine, was tatsächlich im Team passiert, das andere. Dann möchte ich drauf schauen mit Analysen, wie ist der Zusammenhang zwischen technischer und organisatorischer Architektur und dann noch einen Schritt zurücktreten. Weil häufig betrachte ich aus Test die Entwicklung mit allen Entwicklern und Architekten als Blackbox und teste von außen, was davon funktioniert und nicht. Und auch in der Kommunikation zwischen dem, was in der Entwicklung passiert und was im Test passiert, kann eine Menge schiefgehen, was wir in Analysen finden können. Und zum Schluss möchte ich noch einen Schritt zurücktreten und die Anwender als Gruppe betrachten, die ja unsere ganze Entwicklung und den ganzen Test irgendwie als Blackbox betrachten und gucken, was wir über dynamische Analysen und Benutzungsanalysen sehen können, was da tatsächlich schiefgeht. Ich habe deine Frage übergangen. Mich würde vor allem auch interessieren, wie es in dem Zusammenhang mit Collective Code Ownership aussieht. Also wenn man mehrere Teams hat, aber die tatsächlich an derselben Codebasis arbeiten und nicht eben Schichten bauen. Ja, habe ich ein paar Folien zu, ein bisschen später im Vortrag, würde ich am liebsten zurückstellen. Hier wäre ein natürlicher Knackpunkt für eine Trennung für die Pizza. Die ist aber, glaube ich, noch nicht. Leider noch nicht da. Okay, macht nichts. Man kann den Vortrag, glaube ich, entlang dieser Agenda relativ gut in Scheiben schneiden. Ja? Bitte? Was verstehst du unter einem Team? Welche Entwickler an welchen Stellen im Code zusammenarbeiten? Jetzt im ersten Schritt. Einfach Leute, die zusammenarbeiten. Ja. Ich habe, obwohl ich auch Akademiker bin, keine formale Definition mitgebracht. Dazu weitere Punkte. Dann würde ich weitermachen, damit wie wir erstmal feststellen, wie ist denn die tatsächlich implementierte Architektur im System. Das machen wir mit Architekturkonformitätsanalysen. Da gibt es eine Reihe von verschiedenen Werkzeugen, wir haben selber eins. Ich will gar nicht so stark auf das Werkzeug selbst eingehen, sondern vor allem darauf, was diese Werkzeuge können und was unsere Erfahrungen damit sind. Und die Idee von Architekturkonformitätsanalysen ist ganz einfach. Ich modelliere im ersten Schritt die Soll-Architektur. Das heißt, ich habe Komponenten, ich habe Subkomponenten und ich habe erlaubte Abhängigkeiten zwischen denen. Im zweiten Schritt mappe ich da den Code drauf. Also hier jetzt mal exemplarisch an JUnit gezeigt. Ich mappe den Code drauf und jetzt macht das Werkzeug eine Abhängigkeitsanalyse, zieht den gesamten Abhängigkeitsgraph hoch mit allen Klassen und allen Interfaces und allen Abhängigkeiten dazwischen und wirft den hier gegen, um zu sehen, wo gibt es denn zusätzliche Abhängigkeiten im System auf Implementierungsebene, die laut Soll-Architektur da nicht sein sollten. Und dann kann ich eben hier sehen, wo rote Pfeile sind, das sind Abhängigkeiten in Implementierung, die laut Soll-Architektur nicht sein sollten. JUnit ist ein schön kleines Spielzeugbeispiel. Ich habe hier mal ein Beispiel von einem richtigen System von einem Kunden. Klassisches betriebliches Informationssystem. Drei große Schichten, eine UI, eine Business Logic und eine Datenbank, jeweils mit Subkomponenten und typischerweise Pfeilen von oben nach unten. Also die UI darf auf die Business Logic zugreifen, die Business Logic auf die Datenbank, aber es soll nicht andersrum sein. Und jetzt hoffe ich, dass man es von hinten sehen kann. Alles, was jetzt an roten Pfeilen dazugekommen ist, sind Abhängigkeiten im Code, die laut Soll-Architektur da nicht sein sollen. Und wo das Problem jetzt liegt, ob das in der Architekturdokumentation liegt oder im Code, kann ein Werkzeug nicht beantworten. An der Stelle muss man reinschauen, mit dem Team sprechen. Da gibt einem Werkzeug gute Anhaltspunkte, um zu sehen, woran es tatsächlich liegt. Ja? Also ich frage jetzt mal, kennst du das, ist es nicht normal, dass im Laufe der Zeit diese roten Pfeile sozusagen reinkommen? Natürlich sollte es nicht so sein, das ist klar. Aber ich meine, meine Software lebt sozusagen, man macht Dinge unter Zeitdruck, rechnet die Dates und schnell ist dann, sind dann ein paar Abhängigkeiten drin. Ganz genau. Also, ja, haben alle die Frage verstanden. Frage, ist es nicht normal, dass da neue Probleme reinkommen? Völlig normal.
was wir nicht erwarten, ist, dass es so stark abweicht. Weil das, den Effekt habe ich vor allem, wenn ich meine Architektur nur auf dem Whiteboard habe oder nur in einem Word-Dokument, wo ich halt gar nicht merke, wenn es im Detail abweicht. Tatsächlich sehen wir den Hauptwert von so einer Analyse als Katalysator für Architekturdiskussionen. Ich mache die Erklärung noch zu Ende. Als wir vor 10 Jahren die ersten solchen Analysen gebaut haben, da hatten wir so die Vorstellung, es gibt eine Architekturdefinition und die entwickelt sich überall gleich weiter. Und das ist rückblickend naiv. Die gibt es vielleicht ganz am Anfang und die gibt es vielleicht in einem kleinen Team, aber die entwickelt sich nicht in jedem Kopf gleich weiter. Und wenn ich nur ein Word-Dokument oder ein Whiteboard habe, dann merke ich nicht, wo ich abweiche. Und in dem Moment, wo ich ein Werkzeug habe, was mir idealerweise bei jedem Commit sagt, wenn ich eine neue Verletzung drin habe, dann muss ich die Entscheidung treffen, erlaube ich so eine Architektur oder will ich es ausbauen? Und in dem Moment, wo ich so eine Architektur erlaube, lohnt es sich ja auch, das zu dokumentieren und auch zu kommunizieren. Also, wir haben hier eine Reihe von Studien gemacht und tatsächlich ist, denke ich, für mich der Hauptbenefit, dass es ein Katalysator für Architekturdiskussionen ist. Obwohl wir manchmal auch funktionale Fehler gefunden haben, wenn zum Beispiel an einer Transaktionsverwaltungskomponente vorbeigegriffen wurde oder eine Authentifizierungskomponente umgangen wurde, wo man plötzlich Sachen machen darf oder Transaktionen nicht zurückrollen kann, was man eigentlich nicht wollte. Hier war eine Frage. Irgendwie so empirische Metriken oder Schwellwerte, wo man sagen kann, okay, wenn ich das jetzt anwende auf einen konkreten Kunden, schaut gut aus, ist gefährlich, muss unbedingt was gemacht werden, also gibt es da so Werte mittlerweile? Sehr gute Frage, gibt es hier Architekturschwellwerte? Es gibt tatsächlich eine Menge Metriken, die völlig ohne Soll-Architektur einfach auf dem Abhängigkeitsgraphen messen, wie gut oder schlecht eine Architektur ist. Und das ist alles Quatsch. Muss man leider sagen, weil eine Architektur ist in der Regel nicht gut oder schlecht, sondern die ist gut oder schlecht für einen gewissen Kontext oder für gewisse geplante Änderungsszenarien. Jetzt mal vielleicht ausgeschlossen irgendwelche komplett vermurksten Systeme, wo man vielleicht sogar sehen könnte, dass sie ganz furchtbar sind. Aber auf diesen reinen Architekturmetriken ohne eine Soll-Architektur hat das Werkzeug gar kein Kontextwissen. Weiß nichts über den Anwendungszweck, weiß nichts über die geplanten Änderungen und kann auch nicht sagen, was gut oder schlecht ist. Aber leider, das ist so eine Krankheit in der Softwarequalitätsmessung, es wird ganz häufig das gemessen, was man einfach messen kann und nicht das, was man relevant wissen will. Und deswegen, die Soll-Architekturanalyse hier oder Architekturkonformitätsanalyse hat ein bescheideneres Ziel. Wir sagen nicht, ob die Architektur gut oder schlecht ist. Wir sagen viel kleiner, ist sie so implementiert, wie sie spezifiziert worden ist. Und das ist schwerer, weil man muss erstmal ein bisschen reinspielen in die Analyse in Form der Soll-Architektur. Das geht aber in der Regel mit sehr wenig Aufwand. Oft modellieren wir erstmal nur die groben Komponenten in einer halben Stunde oder in einem Halbtages-Workshop dann ein bisschen detaillierter rein. Und dann brauchen wir auch keine Schwellwerte, weil wir uns jede einzelne Verletzung anschauen. Und dann ist das Ziel, null Verletzungen zu haben. Und dann verlage ich die Frage quasi darauf, wie detailliert ich meine Soll-Architektur mache. Danke für die Frage. Konnte ich ein bisschen Metrik-Bashing machen, ohne es auf die Folien bringen zu müssen. Weitere Fragen an der Stelle? So viel nur als kurzer Ausflug zur Architekturkonformitätsanalyse. So was machen wir immer als ersten Schritt, auch wenn wir Architekturbewertungen machen, um zu sehen, wie ist tatsächlich die implementierte Architektur. Das Zweite, worauf ich eingehen möchte, ist zu sehen, wie sind unsere Teams. Also welche Entwickler arbeiten wann an welchen Teilen der Software zusammen, weil es erfahrungsgemäß eine relevante Information ist, um Ergebnisse von späteren Analysen in Diskrepanz zwischen organisatorischer und technischer Architektur vernünftig interpretieren zu können. Und jetzt, was können wir für Daten nehmen, um zu sehen, wer an was entwickelt? Und da ist auch die naheliegende Antwort aus dem Versionskontrollsystem, wer hat eigentlich wo committed. Das möchte ich kurz ein bisschen visualisieren. Das ist eine Treemap aus einem, ich glaube, C-Sharp-System. Steht auch da oben. Jedes Rechteck ist eine Datei. Je größer der Flächeninhalt der Datei, desto mehr Zeilen Code. Also je größer der Flächeninhalt des Rechtecks, desto mehr Zeilen Code in der dazugehörigen Datei. Und das Layout ist so nach Namespaces kategorisiert. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich immer, wenn ein Entwickler an einem Tag committet, alle Dateien, die der an dem Tag angefasst hat, in der gleichen Farbe einfärben. Hier sieht man zum Beispiel, die beiden Dateien hat einer angefasst. Und was ich jetzt machen kann, ist mal gucken, was so passiert ist. Und jetzt sieht man so, wie er so committet. Man sieht so ganz gut, hier oben passiert nicht so viel, hier ist irgendwie sehr viel los. Hier sieht man auch so ein bisschen Ownership-Fragestellungen, wer eigentlich in welchem Bereich unterwegs ist. Jetzt bums, was war da los? Da war ein Merge. Also der große Rote. Ist auch wieder was, sagt einem die Animation natürlich an der Stelle nicht so im Detail. Kriegt man auch einen Anhaltspunkt, wo man vielleicht mal reinschauen will. Wieder keine quantitative Qualitätsbewertung, sondern was, wo wir eine Menge Daten zur Verfügung haben, in die man sonst nicht so reinschaut, wo man sehen kann, was passiert eigentlich. Aber was man, glaube ich, auch sieht, ist sehr überladen. Wenn wir sehen wollen, was im Team passiert, hilft es stärker zu aggregieren. Ich habe eine andere Visualisierung dabei. Wir schauen uns das gerne wie so ein Gantt-Chart an.
Hier ist jetzt Zeit auf der X-Achse, in dem Fall von einem Open-Source-Projekt von unserem eigenen Qualitätsanalysewerkzeug, von Juni 2011 bis Juli 2012, also ein gutes Jahr. Und jede Reihe hier ist ein Entwickler. Und immer wenn der an einem Tag committed hat, kriegt er da einen Strich. Und man sieht jetzt hier ein paar ganz interessante Muster. Man sieht zum Beispiel, wer die Hauptcommitter sind, die kontinuierlich viel an dem Ding arbeiten. Dann sieht man auch sporadische Committer, die manchmal an einzelnen Stellen einen Beitrag leisten. Man sieht auch, wie sich die Frequenz ändert. Hier unten, wo Entwickler abwandern, der hier unten bin ich. Ich habe dann irgendwann mal auch was aufschreiben müssen in meiner Dissertation, da konnte ich nicht nur entwickeln. Und man sieht auch solche Formationen. An der Stelle war es ein studentisches Praktikum, wo eine Reihe von Studenten einfach für 2 Wochen viel daran entwickelt haben und dann halt auch wieder andere Dinge im Studium gemacht haben. Ja? Kann man den Umfang des Check-ins sehen oder ist es nur die Anzahl der Check-ins? Also ich kann auch sehr viel committen und dann waren committed. Stimmt völlig. Auf dem hier ist einfach nur, wer hat wann committed. In dem Werkzeug haben wir die Informationen, da könnten wir auch danach irgendwie filtern nach Churn oder wie viele Zeilen sind angefasst oder sowas. Aber was uns hier tatsächlich interessiert, ist ja vor allem irgendwelche groben Muster. Wir wollen hier keine Produktivitätsbewertung oder sowas machen, sondern einfach mal sehen, was ist in dem Team so grob passiert. Und ich habe noch 2 andere Beispiele von Kunden dabei. Hier in einem System mit einem deutlich breiteren Zeitstrahl, also von 2007 bis 2016. Und da sieht man hier ein ganz interessantes Muster. Und das jetzt wieder, da sagt einem das Werkzeug nicht, was da passiert ist, sondern, aber das ist ein ganz guter Anhaltspunkt, um mit dem Team zu sprechen. Und was man hier sieht, hier ist jeweils die Einarbeitung von 9 Entwicklern vom Zulieferer abgebrochen worden. Oder hier ist ein neues Team gekommen, hier hat der Auftraggeber den Zulieferer gewechselt und damit vollständig das Team ausgetauscht, aber man sieht hier unten, hier wurde einer von dem alten Team noch verdonnert, den Knowledge Transfer zu machen. Und ich will das gar nicht werten. Aber solche Information ist relevant, wenn man eine Software analysiert und dann sehen will, was man an verschiedenen Bereichen sieht, um zu interpretieren, was in dem Team tatsächlich passiert ist. Ich habe hier noch ein zweites Beispiel von 2012 bis 2016. Ein Projekt mit mehr Entwicklern, wo man auch wieder ganz interessante Muster sieht, hier teilweise, wo Entwickler rausgenommen worden sind, wo verschiedene neue Teams dazugekommen sind, die unterschiedlich lang dabei waren, auch wieder teilweise durch Zugriffewechsel oder teilweise durch ein Offshoring, was da an verschiedenen Etappen gemacht wurde. Und man sieht auch hier wieder eine Reihe von nur kurz aktiven Entwicklern, wo scheinbar auch die Einarbeitung nicht geklappt hat oder die dann vielleicht vom Zulieferer weggegangen sind oder so. Das war jetzt die zeitliche Sicht. Was wir uns auch gerne anschauen ist, wer arbeitet eigentlich wo? Das ist wieder eine Tree Map und hier über die Farbdimension gezeigt, wie viele verschiedene Entwickler in einem gewissen Zeitraum an einer Datei gearbeitet haben. Und da sieht man ganz gut in diesen hellen Bereichen, dass da weniger Entwickler unterwegs sind und wir können es uns auch gefiltert nach einzelnen Personen anschauen. Sehen dann, dass der Kollege sehr breit unterwegs war, es aber Bereiche gibt, die außerdem kaum jemand kennt. Und sowas kann hilfreich sein, wenn man sagt, wo ist dann mein Truck-Faktor, wie hoch, also wenn irgendwie ein Entwickler überfahren wird, wie viel Entwicklung bleibt dann stehen, um vielleicht noch einen gewissen Silo aufzubrechen, bevor der weg ist, oder auch Stellen zu finden, wo die Entwicklung nicht mehr skaliert, selbst wenn die Person drin bleibt, weil er der Einzige ist oder sie die Einzige ist, die das alles noch kennt. Das heißt, ich bin jetzt hier relativ schnell über diese Teamanalysen drüber gelaufen, weil sonst genau wie die Architekturanalysen 2 Sachen helfen, nämlich einmal zu sehen, wie ist es eigentlich und zweitens an manchen Stellen vielleicht schon Probleme zu finden, die wir auf Teamebene angehen wollen. An der Stelle Fragen zu diesen Repository-Teamanalysen. Ja? Geht ihr davon aus, dass das Wissen durch das, also ihr misst das Wissen an den Commits, das sagt nichts darüber aus, ob ein Kollege meinen Code gelesen hat und sich da wochenlang mit beschäftigt hat, nur nichts committed hat. Weil korrekt. Er Angst davor hat. Ist eine sehr krude Metrik. Mhm. Also wollen wir auch nicht zu hoch hängen. Mhm. Aber hilft einem, um den Kontext so ein bisschen einzuschätzen, was da passiert ist. Also wir machen sehr viel Peer-Reviews oder Pair-Programming, das ist natürlich was man da nicht so findet. Deswegen auch das ist wieder kein Expertenersetzungswerkzeug, sondern nur ein Unterstützungswerkzeug, was einem, wenn man tiefer in so ein Projekt reinschaut, Anhaltspunkte gibt, an welchen Stellen man mit dem Team sprechen will. Ja? Was machst du dann beispielhaft mit so einer Auswertung? Sagst du dann, okay, ich sehe diesen Entwickler als kritisch an für das Produkt oder produzierst du einfach eine Liste von Abnormitäten oder Besonderheiten und sagst, check die doch mal ab, ob das okay ist für euch als Firma? Das hängt unheimlich davon ab, warum wir so eine Analyse machen. Also auch solche Analysen sind ja kein Selbstzweck.
sondern es hängt davon ab, mit welchem Auftrag wir in so ein Team reingehen. Und ich habe es hier vor allem gebracht, damit wir die Ergebnisse, die wir jetzt gleich haben, ein bisschen in den Kontext setzen können. Okay. Also das ist nicht so eine Standardsache, wo du sagst, egal was wir von mir wollen, ich mache erstmal diese fünf Sachen, nee. Dann weiß ich schon mal ganz viel über das Projekt. Nee. Also hilft, das Projekt zu verstehen, aber wir fahren, es gibt kaum Analysen, die wir immer fahren. Wir orientieren uns immer, was ist die Problemstellung, die wir anschauen wollen, und dann suchen wir die Analysen aus. So. Ich hätte eine Folge. Ja? Ja. In welcher Situation befindet sich denn die Firma, die euch anruft und sagt, macht mal hier Analyse? Das ist ganz unterschiedlich. Verschieben wir vielleicht auf einen Kaffee. Oder wenn die Pizza kommt. Teilweise, um sich selber zu verbessern, teilweise, um eine objektive Meinung bei Problemsituationen zu haben. So, ich komme nochmal zur Gliederung zurück. Ich hatte jetzt die Architektur-Konformitätsanalysen, um zu sehen, wie die Architektur tatsächlich ist, und diese Teamanalysen, um zu sehen, wie sich Team entwickelt hat. Und jetzt möchte ich es zusammenlegen, um zu sehen, an welchen Stellen finden wir Probleme, die Ursache darin haben, dass die technische und die organisatorische Architektur nicht zusammenpassen. Und unsere Erfahrung ist, dass häufig, wenn das nicht zusammenpasst, im großen Stil Code kopiert wird als Workaround. Wenn ich zum Beispiel von einer anderen Abteilung Code verändern möchte, aber nicht kann, weil ich entweder nicht darf oder die einen anderen Release-Zyklus haben oder sowas, sehen wir häufig das Größere, was kopiert wird. Oder ein Entwickler geht von einem Team in ein anderes Team, will den Code gern mitnehmen, es gibt aber keine gemeinsame Komponente, wo der diese Funktionalität reintun könnte, deswegen bringt er sie halt als Code mit und kopiert sie da rein. Deswegen die Analyse, die ich vorstellen möchte, ist eine sogenannte Cross-System-Clone-Detection. Also ich schaue mir an, nicht wo sind einzelne Funktionen oder ein paar Zeilen kopiert, sondern wo sind über Systemgrenzen hinweg größere Mengen an Quelltext kopiert. Und ich habe hier wieder eine Treemap mitgebracht, und jedes von diesen großen roten Rechtecken ist eine eigene Anwendung, die hier alle sechs Stück für die gleiche Firma gebaut werden. Jedes kleine Rechteck hier drin ist wieder eine Datei und wieder Flächeninhalt korrespondiert mit Anzahl Zeilencode. Und was ich jetzt machen möchte, ist eine Clone Detection hier drüber laufen zu lassen, die bloß die Kopien anzeigt, die in mindestens zwei dieser Rechtecke vorkommen. Das heißt, egal wie viel hier drin kopiert ist oder hier drin untereinander kopiert ist, zeige ich alles nicht, nur wenn es zwischen den verschiedenen Bereichen kopiert ist. Und was ich zusätzlich gemacht habe, damit man das einigermaßen optisch in den Griff kriegt, ist, Dateien, die voneinander kopiert sind, in der gleichen Farbe zu färben, Farben zufällig ausgewählt, und Dateien, die nah beieinander sind, in ähnlichen Farben zufällig generiert zu färben. Und ich blätter es jetzt mal langsam auf. Hier ist eine ganze Komponente voneinander kopiert. Das sind alles unterschiedliche Blautöne, die halt beim Beamer noch als unterschiedlich rauskommen oder nicht. Hier ist ein zweiter Block kopiert. Und wenn ich jetzt alles aufblätter, was in dieser Analyse rausgekommen ist, sehen wir, dass es dann an manchen Stellen ein bisschen zerstreuter ist. Aber hier ist, diese beiden Blöcke sind zwischen diesen beiden großen, dann ist aber in dieser Anwendung was hierhin kopiert ist und so. Was ist hier passiert? Hier haben wir mit den Teams gesprochen, und die Ursache dahinter war folgendes. Ursprünglich gab es ein Plattformteam und eine Reihe von Anwendungsteams. Und das Plattformteam hat gemeinsame Funktionalität gepflegt, die von den anderen Teams verwendet wurde. Und irgendwann wurde dieses Plattformteam weggenommen, aus welchen Gründen auch immer. Und diese Teams mussten aber natürlich trotzdem die Plattformfunktionalität weiterpflegen. Und was passiert ist, ist, dass diese Komponente halt hier reinkopiert worden ist. Und aber das ist schon eine Weile her. Deswegen ist das nicht mehr alles direkt nebeneinander, sondern hat sich schon ein Stück weit auseinanderentwickelt. Ist das problematisch? Kann man auf der Ebene nicht sagen, kann man aber sagen, wenn man in den Code reinschaut. Und was wir natürlich gesehen haben, ist, dass viele von den Kopien nicht mehr völlig identisch sind. Sondern man jetzt in der Versionshistorie der einzelnen Projekte nachschauen kann, hier wurde im Januar ein Fehler repariert, hier wurde im März repariert und hier wurde er noch gar nicht repariert. Und er wurde jeweils getrennt im Test oder im Feld gefunden, ist getrennt debuggt worden, ist getrennt in Issue-Tracker gekommen und wurde getrennt repariert. Das heißt, selbst wenn es vielleicht in der Situation organisatorisch keine andere Möglichkeit gab, als es zu kopieren, hat man trotzdem die Schmerzen, die man mit der Redundanz hat. Und muss sich an der Stelle fragen, ob es nicht sinnvoller wäre, irgendeine Lösung einzuführen, dass man wenigstens, wenn hier ein Fehler repariert wird, dieses Team sich informieren lassen kann darüber, ob sie vielleicht diesen Bugfix bei sich auch einspielen wollen. Ich habe zur gleichen Analyse jetzt noch zwei andere Szenarien dabei. Einmal mehrere Anwendungen in einer Abteilung. Da sah es folgendermaßen aus. Drei verschiedene Applikationen.
durch verschiedene Teams in der gleichen Programmiersprache für die gleiche Firma entwickelt. Und jetzt wieder eine Tree Map, aber jetzt nicht mehr die schicke Farbgebung von vorher, sondern einfach alles, was zwischen mindestens zwei kopiert ist, ist jetzt rot. Und je mehr davon kopiert, desto dunkelroter ist es. Man sieht leider die direkte Farbgebung nicht. Die Schattierung gibt so ein bisschen den Verzeichnungszusammenhang. Und man sieht auf einen Blick, hier ist überhaupt nichts kopiert. Und es gibt aber mehrere Bereiche, die hier zwischeneinander kopiert worden sind. Und auch hier haben wir mit den Teams gesprochen. Was hier rauskam, ist, dass ein Entwickler von der Anwendung in die Anwendung gewechselt ist und eben seinen Code mitgebracht hat. Und auch hier konnte der nicht so richtig anders, weil es keine gemeinsame Komponente gibt, die abteilungsübergreifend verwendet werden kann. Das heißt, er steht im Grunde genommen nur vor der Entscheidung, entweder ich programmiere das neu oder ich kopiere es. Dann ist wahrscheinlich Kopieren cleverer als Neuschreiben. Aber es zeigt trotzdem auf das organisatorische Problem hin, dass es an der Stelle keine Möglichkeit gab, das systematisch wiederzuverwenden. Ja? Das ist doch jetzt Best Practice, das ist ein Microservices, würde man sagen. Dass man quasi sagt, die sind getrennte Teams, die sind entkoppelt, müssen nicht mehr gemeinsam über Shared Components streiten, Monolithen abbauen. Also ich bin jetzt so ein bisschen, das ist ja der Benefit, warum man es ja tut, dass man sagt, es soll nicht mehr gekoppelt sein. Ist es ja aber natürlich trotzdem gekoppelt. Weil es ist genau der gleiche Code mit den gleichen Fehlern. Und bloß weil ich den kopiere und die Abhängigkeit, die der Compiler finden kann, nicht mehr drin habe, kann ich die Kopplung nicht wegreden. Und in dem Moment, wo sich die fachliche Domäne ändert, muss ich die Änderung natürlich auch auf beiden Seiten wiederziehen. Wo ich dir völlig recht gebe, ist, dass ich nicht sage, man muss das hier anders machen. Also das Wissen, was man in der Analyse mitbringt und hier sagt, hier ist alles kopiert, heißt nicht immer mit dem Hammer auf jeden Fall sagen, wir müssen hier den Code rausziehen. Also es kann ingenieurmäßig das Richtige sein, an der Stelle zu sagen, ich kopiere das und entwickle das unabhängig voneinander. Trotzdem habe ich die ganzen negativen Konsequenzen, die ich durch Cloning habe, auch in solchen Situationen. Und dann lohnt es sich wenigstens so einen Notification-Mechanismus zu haben, dass wenn ich hier was repariere, dass die da drüben auch wissen, dass es den Fehler gab und dass es das Fix gibt und ob man es vielleicht reinnehmen will. Aber ein sehr guter Punkt, diese Analysen muss man immer im Kontext interpretieren. Was die richtige Lösung ist, sagt einem nicht das Werkzeug, sondern hängt von einer Reihe von Kontextfaktoren ab, die ich als Experte beurteilen muss oder als jemand in dem Projekt und die ich nicht dem Werkzeug einfach ablesen kann. Weitere Punkte an der Stelle. Ja? Wie wir ja seit Bob Martin Clean Code wissen, ist Redundancy the biggest code smell im Endeffekt. Aber meine Erfahrung hat im Prinzip gezeigt, dass es eigentlich fast ein Idealbild ist, weil nämlich, ich würde sagen, der Faktor Mensch das größte Problem ist. An der Kollaboration und der Zusammenarbeit. Hätten wir keine Menschen, hätten wir Automatismen, die einfach nach Regeln stupide runtergehen, wir hätten keine Copy-Paste-Geschichten und so weiter. Das heißt, das Problem ist, dass einfach Leute ausgetauscht werden, Know-how-Transfer nicht stattfindet, kein Briefing da ist, kein Intro und so weiter. Das heißt, der Faktor Mensch eigentlich theoretisch das größte Problem da ist. Würden wir den rausnehmen, hätten wir die Probleme nicht. Also Idealbild passt irgendwie nicht, also die Realität passt irgendwie nicht zum Ideal. Ich will den Faktor Mensch gar nicht rausnehmen. Und ich will auch nicht zu sehr darauf eingehen, ob man hier klonen sollte oder nicht. Ich will vor allem die Aussage machen, wir haben die Erfahrung gemacht, auf einer Cross-System-Clone-Detection-Ebene sehen wir häufig Organisationsprobleme, die sich anzugehen lohnt, über solche Daten. Was wir hier ja gar nicht gesehen haben, ist, wie viel Redundanz zwischen den einzelnen Teilen des Systems noch ist, der häufig hier auch substanziell ist. Ja? Fehlerfreien Teil kopiert worden. Ja, ist natürlich theoretisch möglich, wir haben es uns hier aber konkret angeschaut und es war nicht so. Da hast du es im Gegensatz zu den anderen Fehlern. Nee, und das ist ja auch oft gar nicht so einfach. Ich würde als Programmierer dann Hier drüben kam schon die Anmerkung, wenn man es weiß. Also häufig kenne ich die Fehler ja nicht, wenn ich selber baue oder selber kopiere. Ich habe noch ein drittes Beispiel, und zwar eine Architektur einer Produktlinie. Das war bei einem Kunden, der eine Blackbox-Produktlinie hat. Das heißt, da gibt es ein Team, was Komponenten baut, die von den Produktteams als Libraries eingezogen werden sollen. Also die nicht den Quelltext kriegen, sondern die das Kompilat kriegen. Und auf der Seite sind ganz viele Produkte, ich glaube so 10 oder 20, und auf der Seite sind die Produktlinienkomponenten. Und hier wieder bloß Klone zwischen diesen beiden Bereichen. Und in der idealen Welt hätten wir hier wieder keine, weil man da aus den Produkten die Teile der Komponenten schön wiederverwenden kann. Und natürlich sehen wir aber auch hier eine Menge Redundanz, sonst hätte ich das Beispiel ja in dem Vortrag auch nicht drin.
Und hier sehen wir aber nicht diese großen Klopper, die wie in der ersten Folie lokal zentriert sind, sondern hier sehen wir viele kleine. Und auch hier haben wir mit den Teams gesprochen und hier gab es mehrere Probleme. Das eine war, dass die Abstraktionen, die hier angeboten waren, teilweise nicht genug Parameter angeboten haben. Und an manchen Stellen, dass ich Funktionalität ein bisschen anders brauchte, aber es halt nicht geschafft habe, über den Change-Request-Prozess das irgendwie rüberzubekommen. Und an anderen Stellen gab es Dinge, die einfach nicht vernünftig gekapselt waren und die sich gar nicht anders lösen ließen, als es zu kopieren. Und hier hat es geholfen, als quasi ein Diagnoseinstrument für wie gut waren die Abstraktionen gewählt in meinen Produktkomponenten. Auch an manchen Stellen will man es vielleicht beibehalten, an anderen Stellen lohnt es sich vielleicht zu sagen, oh, das wusste ich als Plattformteam gar nicht, das ziehe ich nach, damit es in Zukunft einfacher geht. Weitere Punkte zu dem Cross-Project Clone Detection. Ich habe noch eine Frage dazu. Ja? Es war gerade eben in der Mitte eine Komponente, von der extrem viel kopiert wird. Kannst du da was dazu sagen? Ich kenne die nicht mehr im Detail. Okay. Ja, also leider nicht. Ja? Wäre das eine Lösung, wenn man jetzt sagt, also auf der rechten Seite sind sozusagen die Nutzer und auf der linken Seite sind diejenigen, die Code bereitstellen, dass man einfach sagt, diejenigen, die nutzen, die greifen auf das Kompilat zu, aber nicht auf den Quellcode. Da können sie auch keinen Code kopieren. Das ist hier vor, ja, das ist wieder. Anforderungen haben, dass Sie sagen, okay, ich brauche jetzt hier die Funktionalität, da muss sozusagen ein Auftrag kommen von rechts nach links und die kommen jetzt da rein. So war es ja gedacht. Es war ja so gedacht, dass die gar nicht Zugriff auf den Quelltext haben, sondern bloß die Kompilate bekommen. Aber natürlich findet man manchmal einen Weg, wenn man ein Problem gelöst bekommen muss, was man auf Prozessebene offiziell nicht gelöst bekommt. Möchtest du eine Komponente debuggen ohne den Source Code? Naja, ich meine, man sagt, man hat getrennte Teams und die rechts nutzen die Funktionalität von denen auf der anderen Seite. Ja, aber wenn ich da Tool-Entwickler bin für dich und du sagst, oh, ich habe hier eine Nullpointer gesetzt, soll ich dann immer sagen, hinter deiner Applikation, ich gebe dir doch mal einen Source Code und sagst mir hier die Zahl, die ich empfehle. Wenn ich auf der rechten Seite arbeite, dann stelle ich einfach einen Dart ein, den links. Ja, aber ich gebe dir sofort den Source Code. Bei der ersten Debug-Aufgabe sage ich, hier ist ein Source Code, PDB-Files machen. Das wäre, ich meine, alles hat seinen Grund und Nachteil. Wenn ich an dir gehe und sage, ich trenne das, klar, das hat natürlich Nachteile. Aber der Vorteil ist, ich kann halt ich setze diesen Copy-Paste vor die Grenze. Ja, also tatsächlich finde ich gerade ganz spannend, weil du so ein bisschen den Soll-Prozess beschreibst und du vielleicht, wie es dann tatsächlich läuft, weil der Soll-Prozess vielleicht nicht so passt. Und das fasst auch sehr gut zusammen, was wir in diesen Analysen finden. Weil wir finden da immer Stellen, wo in der Realität was passiert, was derjenige, der sich den Prozess oder die Architektur ausgedacht hat, so nicht auf dem Zettel hatte. Und dann kann es immer die Antwort geben, aber wir machen es doch so, wie es in der Realität ist und definieren unsere Soll-Architektur um. Oder wir sagen eben, nee, wir müssen was anders anziehen. Und unsere Erfahrung ist, dass diese Analysen helfen, auf solche Stellen einen Finger drauflegen zu können. Wie man es dann machen muss, hängt vom Kontext ab. Ja? Wie lange dauert es denn, so eine Analyse oder so ein Ergebnis in der Hand zu haben? Also Rechenzeit? Für diese reinen statischen Analysen, wenn ich den Code auf der Platte habe, wenige Stunden. Okay. Also das Laufzeit vielleicht eine. Schnell machen, sodass man es beim Check-in testen kann. Ja, der ja, ja. Derjenige, der die Kopie macht, der kriegt sofort, wo das liegt. Ja, kann man. Hat es schon mal jemand so implementiert? Ja, wir. Also, ich bin jetzt noch ein bisschen in der Zwickmühle, weil alles, was ich jetzt sage, ist so ein bisschen Marketing-Film für unser Werkzeug. Aber tatsächlich haben wir ein Werkzeug, was inkrementelle Clone-Detection-Algorithmen hat. Das heißt, du brauchst vielleicht für die initiale Analyse ein paar Stunden, aber dann hast du jeden Check-in des Ergebnisses in 1-2 Sekunden. Wenn du sowas zum ersten Mal machen willst, dann ist meistens die Hauptzeit, die du brauchst, um das Werkzeug zu konfigurieren. Weil du lässt es zum ersten Mal laufen, merkst dann, okay, die haben irgendwie den gleichen Generator eingesetzt, deswegen sehen die Generator ähnlich aus, das muss ich mal rausnehmen. Oder dann ist irgendwie Testcode, den ich nicht haben will, und da brauche ich vielleicht 2 Stunden für und dann habe ich die eigentliche Analyse. Aber man kriegt an einem Tag solche Cross-Project-Clone-Detection die ersten Ergebnisse. Und ich kann auch ein Gated-Check-In machen, wenn ich sowas will. In der Regel setzen wir sowas aber ein, dass man darauf hingewiesen wird und verbieten es nicht, weil in der Regel der Mensch schlauer ist als das Tool, was den Kontext wieder nicht kennt. Dazu weitere Punkte. Ja? Ist die Dimension Zeit auch ein wichtiger Faktor oder schaut ihr einfach am Stichtag? Wenn wir solche Analysen machen, schauen wir meistens einmal rein, ob wir irgendwas sehen, wo wir reinschauen wollen. Dann nehmen wir mal den aktuellen Stand oder den vom letzten Release oder sowas. Wenn wir solche kontinuierlichen Analysen machen, dann schauen wir, dass wir es fürs Team so einrichten, dass man relevantes Feedback bekommt, dann läuft es immer mit. Weil es immer viel günstiger ist, neue Probleme zu vermeiden, als die alten aufzuräumen. Da muss ich mich nicht neu eindenken, ich muss nicht neu testen und sowas. Und ich kriege viel leichter meine Kollegen motiviert, die eigenen Dinge auszubauen, als das, was sie vor 10 Jahren von irgendeinem Vorteam geerbt haben.
wo man gar nicht mehr weiß, ob den Code eigentlich noch wer braucht und so. Jetzt geht es mir darum, wie gut klappt die Kommunikation zwischen Entwicklung und Test. Weil wenn ich langlebige Software habe, kann ich in der Regel nicht bei jedem Release alles neu wieder komplett testen. Sondern ich muss mich entscheiden, was ich wie ausführlich testen will. Und das ist die naheliegende Vermutung, besonders die Dinge zu testen, die sich seit dem letzten Release verändert haben oder neu entwickelt worden sind. Und bloß weil es naheliegend ist, muss nicht richtig sein. In dem Fall stimmt es aber. Es gibt viele empirische Untersuchungen, unter anderem vom Nudgee, den ich vorhin genannt hatte, dass ein Großteil der Feldfehler in langlebiger Software tatsächlich da auftritt, wo seit dem letzten Release viel geändert wurde. Das heißt, das wollen wir viel testen. Und ich möchte eine Analyse vorstellen, mit der wir rauskriegen können, wie viel ungetestete Änderungen es gibt. Die heißt Test-Gap-Analyse und die funktioniert vom Prinzip ganz einfach. Wir haben nämlich eine statische Analyse, die rausrechnet, was sind eigentlich die Änderungen. Also die nimmt eine beliebige Baseline, zum Beispiel mein letztes Release und den aktuellen Stand und rechnet aus, was hat sich geändert, um zu sehen, was müsste man eigentlich testen. Und dann nehmen wir eine dynamische Analyse, um aufzuzeichnen, was im Test alles durchlaufen wird. Da installieren wir Profiler für manuelle Tests, für automatisierte Tests, zeichnen dann alles auf, was im Test durchlaufen wird und schmeißen es dann zusammen. Und ich möchte es wieder an Beispielen erklären und erneut an einer TreeMap. Hier ist jetzt jedes Rechteck eine Komponente. In dem Fall wieder ein betriebliches Informationssystem. Das hat ungefähr 1 Million Zeilen Code, um es zu verorten. In einem Teil sind vielleicht die Basisklassen der UI, hier sind Dialoge, hier ist irgendwie Authentifizierung, Datenvalidierung und so weiter. Und jetzt gehe ich eine Ebene tiefer rein. Jedes Rechteck ist eine Datei. Ich habe die Komponenten immer noch an der gleichen Stelle. Und jetzt gehe ich noch eine Ebene tiefer rein. Jedes kleine Rechteck ist jetzt eine Methode. Das heißt, ein Block, den ich wirklich ausführen kann. Wieder, Flächeninhalt korrespondiert mit der Anzahl Zeilencode. Und diese Visualisierung will ich jetzt verwenden, um die Test-Gap-Analyse-Ergebnisse zu visualisieren. Erstmal die Änderungen. Hier habe ich jetzt eine Tree-Map, wo alles, was sich seit dem Release nicht verändert hat, grau dargestellt ist. Das heißt, da sehe ich, hier gibt es ganze Komponenten, in denen wenig passiert ist. Alles, was rot ist, ist neuer Code und alles, was orange ist, ist Code, den es schon gab und der sich verändert hat. Und was wir unter der Haube machen, sind semantisch irrelevante Änderungen rauszurechnen. Auf Deutsch, wenn ihr eine Methode umbenennt, dann ja alle Stellen, die aufrufen, haben jetzt ein bisschen anderen Code. Das können wir aber mit Heuristiken erkennen und rausnehmen. Natürlich nicht im allgemeinen Fall, weil Programmäquivalenz ist ja leider unentscheidbar nachzuweisen, aber in vielen einfachen Fällen, die man durch ein Refactoring-Werkzeug in großen Mengen erzeugen kann, können wir das rausnehmen. In der gleichen Darstellung möchte ich die Testanalyseergebnisse zeigen. Hier auf der TreeMap, alles was grau ist, ist im Test nicht zur Ausführung gekommen und alles was grün ist, ist im Test zur Ausführung gekommen. Und vielleicht ein paar Details, was wir da machen. Erfahrungsgemäß findet ein Teil des Tests automatisiert statt, unterschiedlich viel, je nachdem, wie modern eine Firma da aufgestellt ist. Und ein signifikanter Teil bei den Anwendungen, wie wir sowas einsetzen, oft manuell. Und da ist es leider in der Regel auch nicht so, dass man einen Stand hat, den man dann komplett manuell durchtestet, sondern da macht man sogenanntes kumulatives Testen. Das ist kein Fachwort, sondern das hören wir so. Das heißt, ich habe einen Release-Kandidaten, den teste ich vielleicht die ersten 4 Tage, dann mache ich vielleicht meine ersten 300 Testfälle und da werden schon ein paar Fehler gefunden, die werden dann behoben und an Tag 5 wird der neue Release-Kandidat installiert und dann gehe ich aber nicht auf Start und mache alle meine Tests neu, sondern ich mache dann mit Test 301 oder sowas weiter. Und hier müssen wir natürlich mit den Testdaten so zurechtkommen, dass wir da ein vernünftiges Bild bekommen. Und diese TreeMap ist jetzt ein Testteam aus einer Test-Factory, die glaube ich in Indien saß, die so manuelle Testfälle bekommen hat, wo man drin steht, mache das, dann müsste das hier passieren, jetzt mache das und dann müsste das hier passieren. Und die über 2 Wochen mit 10 Testern getestet haben. Und spannend ist jetzt natürlich, wie sieht es aus, wenn wir das zusammenlegen. Da bekommen wir in dem Projekt dieses Bild. Farben bedeuten jetzt Folgendes. Alles, was grau ist, ist unverändert, egal ob es im Test zur Ausführung gekommen ist oder nicht. Alles, was bunt ist, ist der Code, der geändert ist oder neu. Und wenn er grün ist, ist er in der aktuellsten Version im Test zur Ausführung gekommen. Und zwar aktuellste Version immer auf die einzelne Methode bezogen. Und wenn er rot oder orange ist, heißt das, der ist nicht im Test zur Ausführung gekommen. Und was hier immer spannend ist zu sehen, ist, gibt es solche großen roten Blöcke. Weil hier sind ganze Komponenten neu oder fundamental verändert und die sind überhaupt nicht getestet. Von keinem der mehreren tausend Testfällen hier durchgelaufen sind. Und auch hier wieder muss man mit dem Team reden, was ist hier los. Was ist hier passiert? Hier gab es ein fundamentales Kommunikationsproblem zwischen den Abteilungen, weil das Testteam nur die Regressionstestfälle übermittelt bekommen hat.
Und natürlich die Regressionstestfälle, nur das überprüfen, was früher schon ging und deswegen die neue Funktionalität nicht oder wenn irgendwie nur am Rande zufällig abdecken. Und wir sehen solche Dinge, die sich trivial anhören, aber in der Praxis gar nicht so einfach rauszukriegen sind, nicht so selten in einem Kontext, wenn verschiedene Firmen vielleicht an verschiedenen Standorten oder in verschiedenen Ländern an der gleichen Software entwickeln und testen. Und da hilft einem das, eine Transparenz reinzubringen, die man sonst nicht hat. Ja? Vielleicht eine naive Frage, aber ist es, warum tut man das? Also warum outsourced man manuelles Testen nach Indien oder sonst wohin, anstatt dass man automatisiert sich eine Test-Suite schreibt, die bei jedem Produkt oder zumindest bei jedem Release läuft? Sehr gute Frage. Arbeitgeber bestellt, weil es billiger war, war die Ausgabe. Weil es billig ist oder weil es billiger wirkt. Wobei man da sagen muss, häufig sind das Systeme, die über einen sehr langen Zeitraum gewachsen sind und die sich an manchen Stellen im automatisierten Test entziehen, weil die die Schnittstellen, die man bräuchte, um es vernünftig automatisiert zu testen, nicht haben. Ich könnte auch die Systeme umbauen, um die besser automatisiert zu testen. Nicht immer ist das in dem Zeitrahmen oder in dem Budget möglich. Ich will an der Stelle wieder gar nicht sagen, man muss die Dinger manuell testen oder das ist das richtige Vorgehen oder es wäre nicht ein anderes Vorgehen fundamental im Testen das Bessere. Unsere Rolle ist hier immer zu sagen, gegeben diese Situation, wo können wir auf Probleme hinweisen, die man wenigstens in dem Kontext angehen kann. In dem Projekt war es tatsächlich so, diese Tests sollten durch Testautomatisierung erledigt werden. Die hat aber nicht funktioniert. Gar nicht. Die sind nicht fertig geworden mit dem Testautomatisierungsprojekt. Deswegen ist das überhaupt nicht abgedeckt worden. Da hat aber keiner drauf reagiert und die manuellen Tests entsprechend nachgeschoben. Ja? Du brauchst halt Entwickler, um Automation-IDs zum Beispiel einzubauen. Das machen nicht die Tester, sondern das machen die Entwickler. Und wenn du es halt vergessen hast, Automation-ID für jede einzelne Zelle in einer Tabelle zu machen, dann kostet das einfach deutsche Zeit, die man anstattdessen auch mit 10 indischen Entwicklerzeit vollstopfen kann. Das ist so eine, also wenn die Infrastruktur nicht stimmt, wenn damals an Automation-IDs zum Beispiel nicht gedacht wurde, oder wenn sich, wenn es zusätzlich so ist, dass man nicht anhand pixelgenauer Klicks irgendwie sich da drumherum mogeln kann, weil sich die Umgebung zu stark ändert, besonders bei UI-Tests, dann muss man auf Indien zugreifen. Meine Frage. Macht ihr eine Unterscheidung zwischen Unit-Tests, Integration-Tests, Automatisierten-Tests und manuellen Tests? Ja, wir zeichnen es in der Regel so auf, dass man es alles getrennt anschauen kann. Dass man sich mal nur anschauen kann, was es durch einen Unit-Test überdeckt, was es durch einen anderen Test überdeckt, aber dass man es auch zusammenschmeißen kann. Okay. Manchmal interessiert einen auch, was haben die Entwickler getestet, was hat der Test-Service getestet, was hat der Anwender getestet und so. Ich habe hier noch ein Beispiel, das gleiche System, ein sogenannter explorativer Test oder umgangssprachlich Trampeltest. Da hat man einfach mal den Fachbereich und die Requirements-Engineers reingeschickt, ohne strukturierte Testfälle. Die durften da 2 Wochen testen und hier sieht man, die sind deutlich mehr bei der neuen Funktionalität vorbeigekommen, aber auch hier gibt es ganze Bereiche, die nicht getestet sind, wo wir wieder gesprochen haben, manchmal macht es nichts, weil es irgendwie toter Code ist, der man gar nicht mehr erreichen kann oder Code, der schon mal vorbereitet, aber noch nicht scharf geschaltet ist oder Funktionalität, die vielleicht noch ein Admin ausführen kann, wo man sagt, ist nicht so schlimm, wenn es nicht geht, das merkt außen eh keiner und das kriegen wir repariert, wenn es intern ist. Aber auch hier gab es Bereiche, wie in dem Fall dieses Eck hier, was Kritisches war, was man danach extra noch getestet hat. Was heißt denn in dem Zusammenhang eigentlich getestet? Getestet heißt, Code ist durchgelaufen worden oder ist es irgendwas getestet worden? Sehr gute Frage. Habe ich mich darauf vorbereitet. und ich habe auch versucht, meistens zu sagen, das klingt mir nicht immer, nicht getestet, sondern im Test zur Ausführung gekommen. Weil tatsächlich wissen wir nicht, was es wirklich bedeutet. Test Coverage ist leider was sehr wenig Aussagekraft hat, was man einfach messen kann, was uns aber wenig darüber sagt, wie gründlich ein Test ist. Wir haben gerade eine längere wissenschaftliche Studie gemacht über Mutation Testing, um zu bewerten, wie gründlich tatsächlich getestet wird. Und da haben wir bei den Unit-Tests ein relativ gutes Bild bekommen. Das meistens, wenn wir einen Fehler reinmutiert haben, die Unit-Tests den gefunden haben. Bei den Systemtests nicht. Das heißt, ich weiß bei den grünen Bereichen nicht, ob da Fehler drin sind oder nicht. Das weiß ich ja grundsätzlich beim Test nicht. Kann ich ja die Abwesenheit von Fehlern nie zeigen. Ich weiß es hier aber auch nicht. Aber der Umkehrschluss gilt. Wenn ich hier so große rote Flecken habe, dann weiß ich, keiner der Fehler, der da drin ist, kann im Test gefunden worden sein. Da ist wieder ganz einfach.
Und noch den Satz, unser Ziel ist nicht, hier 100% Change Coverage zu bekommen und unser Ziel ist auch nicht zu sagen, wenn ich 100% Change Coverage habe, habe ich keine Fehler. Unser Ziel ist immer, bewusste Entscheidungen zu treffen, ob ich grobe Dinge, größere Blöcke, die mir durchgerutscht sind, ob ich die noch testen will oder nicht. Damit mir sowas eben nicht ungewollt durchrutscht. Dazu noch Punkte. Gilt aber nicht auch vielleicht der Umkehrschluss, also im Endeffekt, sagen wir mal so, alles, was Funktionalität hat, Business-Funktionalität und Akzeptanztest hat und der durchläuft und grün ist, deutet quasi ja auch auf funktionierende Software hin im Endeffekt. Das heißt, jeder Bug, der zwar drin ist, aber nicht nach außen hin rauskommt, so wie Microsoft Word hat 50.000 offene Bugs, aber es interessiert keinen, weil keiner sie findet oder keiner sie benutzt im Endeffekt. Der führt ja irgendwie auch, also 100% Abdeckung von Akzeptanztest ist ja auch quasi adäquat zu fehlerfreier Software. Und dann hätte Windows 98 gut provokativ. Dann hätte Windows 98 perfekt funktioniert. Weil alle Happy Paths und alle, ich folge genau jeden drei Schritten. Ja, Moment, Happy Paths funktioniert. Also nur Positiv-Tests oder sowas, Happy Paths-Tests heißt ja im Endeffekt nicht. Wenn ich natürlich auch Negativ-Tests habe, die sind aber grün, das passt ja nicht. Also es ist jetzt eine provokative Frage im Endeffekt. Aber wie gesagt, ein Bug, der irgendwo drinsteckt in der Komponente, der entweder tot ist, nie ausgeführt wird oder sowas, ist ja faktisch nicht da. Genau, also wieder, wir sagen nicht, es darf keine ungetesteten Änderungen geben, sondern ich muss drauf gucken, was ist das für Funktionalität dahinter ist. Ist die kritisch und will ich die vielleicht noch testen. Habt ihr was gemacht mit dem großen grauen Block? Das ist die ungetestete. Das ist das, was sich nicht verändert hat. Tatsächlich ist die sehr stark getestet. Da hat sich überhaupt nichts verändert und da ist ganz viel getestet worden. Ja, aber da weiß die Analyse nichts drüber. Ich habe noch ein Szenario, wo wir es auch einsetzen, nämlich im Fehler-Nachtest beim Hotfix. Jetzt Szenario, ich habe eine Anwendung deployed, da ist irgendein schlimmer Fehler im Feld, ich habe einen Fix und ich habe aber vielleicht nur einen halben Tag, um zu testen, ob das Fix einen neuen Fehler reinbringt. Eigentlich würde ich gerne 3 Wochen alles abfahren, aber habe ich nicht, ich muss es schnell rauskriegen. Und was wir häufig sehen, ist, dass wenn man nur den Fehlernachtest macht, um zu sehen, ob der Fehler weg ist, erwischt man vielleicht einen Teil der Methoden, die angefasst worden sind, aber nicht alle, die bei dem Fix geändert wurden. Das ist jetzt ein Beispiel aus dem SAP-System, ABAP-Code. Jede von diesen Rechtecken ist eine Prozedur und in dem Fall ist eben durch den Fehlernachtest nicht alles ausgeführt worden. Und auch hier lohnt es sich zu gucken, was sind das für Änderungen, die ungetestet sind, um dann zu gucken, will ich die vielleicht wenigstens im Test noch einmal durchlaufen, bis ich so ein Bild habe, dass ich eine bisschen höhere Sicherheit habe, dass ich keine neuen Fehler eingebaut habe. Eine Garantie habe ich natürlich nicht. Vielleicht nur die eine Anekdote. Es gibt in der Forschung bestimmt 300 Papiere zu sogenannten selektiven Regressionstest, die versuchen, eine Garantie zu geben, ob man, wenn man nur ein paar Methoden ändert, mit einer Submenge der Testfälle, die man ausführt, die gleichen Fehler findet, wie wenn man alle Tests ausführen würde. Leider funktionieren die in der Praxis nicht gescheit. Wir haben mit Wink und Nixdorf, die Geldautomaten herstellen, eine Studie zugemacht, weil die vor dem Problem sind, wenn bei einer Bank ein Geldautomat nicht funktioniert, dann müssen die einen Patch deployen und können dann nicht wochenlang rumtesten, sondern haben vielleicht 1-2 Tage. Und da war es leider so, dass in einem großen Java-System im Erwartungswert schon, wenn man nur 3 Methoden ändert bei einem Fix, man mehr als 50% der Testfälle an der Backe hat, damit man nachweislich die gleichen Fehler findet wie mit allen. Das heißt, sehr schöner theoretischer Ansatz mit einem schönen, formell greifbaren Problem, was leider in der Praxis nicht viel bringt. Deswegen hier das Bescheidenere, wenigstens sehen, ob wir bei den Stellen, wo wir was geändert haben, drüber gekommen sind. Ich habe noch ein zweites Beispiel, nämlich einen Release-Test. Jetzt ist jede TreeMap 1 Tag und ich nähere mich dem Release und ich will so von Tag zu Tag sehen, dass meine orangen und roten Flecken weniger werden. Und das klingt auch ganz gut und das Release kommt näher und näher und plötzlich macht es wusch. Ich mache nochmal den Effekt. Hier war es vorhin plötzlich, kommt hier und hier relativ viel neues Zeug rein. Was hier passiert? Wieder mit den Entwicklern gesprochen, hier hat jemand einen Feature-Branch reingemerged, knackig kurz vorm Release. Wieder kann sein, dass das das Richtige ist, weil man den vielleicht ganz unbedingt braucht fürs Release und vielleicht der vorher nicht merge-fähig war. Aber auch das ist wieder was ich wissen will, weil natürlich alles, was ich hier schon getestet habe an Testfällen, jetzt potenziell invalidiert ist, weil das ganze Zeug jetzt anders aussieht als zu dem Zeitpunkt, wo es getestet worden ist. Und jetzt kann ich versuchen, das noch bis zum Release grün zu bekommen und irgendwann habe ich, das war der Start, als es dann released worden ist. Das war der Durchflug durch die Testgap-Analyse. Ich gucke, glaube ich, gehe jetzt mal ein bisschen schnell durch den Rest der Folien, dass Jan noch Zeit übrig hat für seinen Vortrag. Der letzte Teil, auf den ich schauen will, ist, wenn wir jetzt die Blackbox noch größer ziehen
und zwischen Anwendern und Entwicklung gucken. Und was wir hier machen, sind Nutzungsanalysen in Produktion, um zu sehen, welche Features von den Anwendern tatsächlich verwendet werden. Hier haben wir auch eine relativ lange Studie gemacht mit der Münchner Rück. Hier ist jetzt wieder ein Gantt-Chart, der folgendermaßen zu lesen ist. Hier geht die Zeit von November bis März. Und jede Linie hier ist ein Feature. Und immer wenn irgendeiner der mehreren hundert Nutzern dieses System an dem Tag das Feature verwendet hat, dann kriegt er da einen Strich. Man sieht ja ganz gut, an den Wochenenden ist nicht so viel verwendet worden und an Weihnachten ist auch dünn. Und die Features sind nach Nutzungshäufigkeit geordnet. Das heißt, die häufigsten sind unten und die irgendwie ein-, zweimal verwendet werden, ist hier oben. Spannend. Aber das heißt, es gibt kein... Das sind alle Features. Davor waren nur die, die tatsächlich verwendet wurden. Wir haben in dem System relativ viel Mühe getrieben, um zwischen Code, den man ja ganz gut monitoren kann, und Features irgendwie zu mappen, dass wir Methoden herausgefunden haben, die charakteristisch sind, sodass man weiß, wenn dieses Feature ausgeführt wird, wird auf jeden Fall diese Methode ausgeführt und andersrum. Dann haben wir die Methoden verfolgt, was sehr aufwendig ist, weil die sich von Release zu Release oft ändern. Aber hier hatten wir von den 53 Features, die wir beobachtet haben, sind 15 nicht genutzt. Und es muss ja noch kein Problem sein. Es kann sein, dass es Features sind, von denen man gar nicht erwartet, dass man die in der Zeit nutzt, weil es zum Beispiel ein Jahresabschluss ist, der da vielleicht nicht war. Oder so ein Disaster Recovery Feature, was vielleicht nicht nutzlos ist, bloß weil kein Disaster war, was man in der Zeit recovern musste. Deswegen ist spannend, wie passt es zum Erwartungswert. Wir haben auch da verschiedene Stakeholder gefragt und 11 der 15 Features waren unerwartet nicht genutzt. Also auch da zieht das Argument nicht. Was war nicht die erwartet? Ich glaube, das waren so Disaster Recovery und Jahresabschluss. Genau. So, und jetzt komme ich langsam zum Ende. Ich habe hier noch zwei Treemaps aus SAP-Systemen in Produktion, wo wir jetzt auf Code-Ebene messen. Und das ist jetzt eine logarithmische Farbskala, das heißt, grau ist gar nicht ausgeführt, schwarz ist einmal ausgeführt und hellgrün ist irgendwie schon ein paar Millionen Mal ausgeführt in dem Beobachtungszeitraum. Und das ist in einem Kontext, wo eine Migration ansteht, von ABAP nach HANA, wo man weiß, dass allen Code, den man migrieren muss, irgendwie Geld kostet und aber natürlich nach einem lange gewachsenen System auch nicht mehr so genau weiß, was da eigentlich noch verwendet wird. Und hier sind große ungenutzte Bereiche und ich habe hier noch ein viel größeres, ich glaube 8 Millionen Zeilen großes ABAP-System. Hier sind viele Bereiche, die nicht genutzt sind, ich glaube, es ist über ein halbes Jahr mitgeschnitten, vollständige Verwendung in Produktion und ich möchte hier nur auf zwei Stellen eingehen, hier ist unter anderem Migrationscode, der einmalig verwendet wurde, um von einer alten auf eine neue SAP-Version zu migrieren, den man löschen kann. Und, was wir nicht erwartet hatten, ich weiß nicht, wer mit SAP-Systemen wie Firmen ist. Da ist eigentlich die Idee, dass es Testsysteme gibt, auf denen man entwickelt und testet und Produktionssysteme, auf die man transportiert, aber um Gottes Willen nichts entwickelt. Und hier gab es einen Temp-Bereich, der nachweist, dass auf dem Produktionssystem entwickelt wurde. Also auch hier kamen so ein paar Findings, die man an der Stelle nicht erwartet hatte. So. Ja. Was kostet dieses Monitoring? Ja, also bei ABAP ist ein Coverage Profiler dabei, den man nur anschalten muss. In der Regel kostet es mehrere Wochen Zeit, bis man den Systembetrieb überzeugt hat, die technische Rolle bekommen hat und sowas. Also in Kalenderzeit kann es relativ teuer sein. Man muss keine extra Lizenzgebühren zahlen. Man hat dann halt Unmengen an Daten in irgendeiner Tabelle, die man ausbuddeln muss. Aber für ABAP ist es relativ einfach. Also indem man zeigt, dass SAP seine Zeit weit verrottet. Ich fasse nochmal zusammen. Wir haben Konformitätsanalyse, mit denen wir sehen können, wie ist die Architektur tatsächlich. Wir können aus Repositories, aus den Historien rausziehen, wie das Team aktuell ist und wie es sich entwickelt hat. Und wir können mit der Cross-System-Clone-Detection sehen, an welchen Stellen gab es große Kopien. Das sind die statischen Analysen. Mit der Test-Gap-Analyse sehen wir, an welchen Stellen gibt es größere Kommunikationsprobleme zwischen Test und Entwicklung. Und mit den Nutzungsanalysen in Produktion sehen wir, an welchen Stellen gibt es eigentlich Code, der teuer zu warten ist, den kein Mensch mehr braucht. Und ich möchte noch eine Folie spendieren, um auf die Frage einzugehen, was kostet das? Nämlich, was kostet es an Aufwand und was kostet es an Zeit, wenn ihr das bei euch einführen wollt? Weil typischerweise gibt es einen sehr unterschiedlich großen Druck von Beratern und von Werkzeugherstellern für diese unterschiedlichen Analysen. Und es liegt an Folgendem. Alle hier oben sind statische Analysen und das hier unten hat einen dynamischen Anteil oder ist ganz dynamisch. Statische Analyse im Sinne von, ich muss meine Software nicht ausführen, um zu den Analyseergebnissen zu kommen. Und sowohl in der Forschung als auch wenn ich als Werkzeughersteller oder Berater was verkaufen will, will ich relativ schnell ein Ergebnis bekommen, damit ich meinen Abschluss machen kann oder damit ich meine Veröffentlichung machen kann. Und bei den statischen Analysen kann ich innerhalb von wenigen Stunden oder Tagen ein Ergebnis kriegen. Bei denen hier unten dauert es oft viel länger,
weil ich vielleicht wochenlang warten muss, bis meine nächste Testphase ist. Vielleicht dauert die da noch ein paar Wochen und dann sitze ich vielleicht 2-3 Monate da, bis ich Ergebnisse habe. Oder im Nutzungsanalysefall muss ich vielleicht ein ganzes Jahr mitmessen, bis ich wirklich weiß, was man nicht mehr braucht, bis der Jahresabschluss war und so. Das Entscheidende ist aber, die tatsächlichen Kosten, die ihr an Zeit da reinstecken müsst, sind nicht unterschiedlich. Das ist ziemlich vergleichbar in diesen beiden Welten. Hängt viel stärker von dem System ab, was ihr analysiert, als von der Analysetechnik. Und die Ergebnisse sind hier unten oft spannender, weil die großen Klopper, dass ganze Dinge ungetestet sind oder dass man einen großen Teil der Anwendung überhaupt nicht mehr braucht, kann substanziell Kosten sparen, ist hier unten drin, wird aber kaum eingesetzt, weil es kaum Vertreter gibt, die euch das verkaufen wollen, weil es auch in der Forschung weniger Veröffentlichungen gibt. Ich bin selber von hier unten hier hoch, weil ich hatte erst über Feature Profiling promovieren wollen, habe dann gemerkt, ich muss da irgendwie jahrelang auf Daten warten und dann weiß ich nach 3 Jahren vielleicht nicht, ob die Daten was taugen und was mache ich dann mit meiner Promotion. Ja? Das heißt für euch, das ist häufig der unterbelichtete Bereich, wo es, glaube ich, einfach Dinge zu holen gibt, wenn man nur die Zeit bezahlen muss, die man für Konfigurationen braucht und nicht selber darunter leidet, wenn es eine Weile dauert, bis man ein Ergebnis hat. Ich komme zum Schluss. Wir sehen häufig Probleme an der Schnittstelle zwischen technischer und organisatorischer Architektur. Es gibt nützliche dynamische und statische Analysen, um sie zu finden. Und die sind zu einem großen Grad automatisiert, erfordern aber in Konfiguration und Interpretation eine gewisse Erfahrung. Und es wird euch jetzt wenig überraschen, dass ich als Berater gerne anbiete, dabei zu unterstützen. Wir haben weitere Propaganda auf unserem Blog. Will ich hier gar nicht im Detail machen, könnt ihr nachschauen, wenn es euch interessiert. Ich bin auch heute noch da und stehe auch im Nachgang gerne für Vertiefung zur Verfügung. Auch wenn ihr sagt, ihr wollt den Vortrag mal woanders sehen, mache ich sowas gerne. Danke.